Hallo und herzlich willkommen zu einer heutigen Folge von Star Stable. Heute ist Donnerstag und ich melde erst am Mittwoch auf Test Update schon draußen und ihr seht, ich habe eine neue Frisur. Ja, die Flick hat gekauft, neues Make-up. Heimatstall ist jetzt gewechselt nach Fergroove. Und was hat uns denn die Isabel Fick zu sagen? Fick. sorry, Fick. Liebling, ich bin so unglaublich vergesslich. Verzeih mir. Du hast gesagt, dass Digori etwas von deinem Freund genommen hätte. Handelt es hierbei eventuell um das Portemonnaie und Handy? Oh je, da sind sogar noch mehr Sachen. Wie unfassbar peinlich. Das ist ein Ausweis von einem Sicherheitsmann. Noch ein paar Schlüssel. Hör mal, sei ein Schatz und bring die Sachen zurück zu den rechtmäßigen Besitzern. Wärst du so lieb? Hab Dank, kleine Fee. Lass die Bitten wissen, dass es mir auch richtig leid tut. Küsschen. Küsschen. Also ich habe ihn falsch schnupft in meiner Nase. Die pupst. Meine Nase mag pupsen. Okay, also. Er hatte eine Karte. Was? Das gehört mir. War es weg? Danke, am Barsch. Am Barsch. Sorry. Auch so witzig, Mann. Ich habe heute ein bisschen sagen. Du hast mein Handy und mein Popmoney zurückgebracht. Danke. Bitte. Bitte, bitte. What? Wo ist das? No have it's all the land. Oh Mann, ich habe gerade voll Bock auf so Musik. Oh, ich habe mich schon gewundert, wo es hin ist. Ja, aber wo was hin ist? Schlüssel. Ich würde jetzt ist es schon wieder ein bisschen besser. Bisschen, aber es geht mir immer noch. Scheiße. 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 Ja, und ich nehme jetzt um 5 vor 6 auf, weil ja, welche Wechselteile hatten, habe ab dem letzten Mal hochgeladen, aufgenommen und so weiter. Und Haare gefärbt und whatever. Hey je, ich danke dir, mein Kind. Oh je, ich bin immer noch ganz verrückt nach Nighthoof. Du bist mir dein liebreizende Mähne und diesen atemberaubenden Augen. Das allerschönste Pferd, welches mir dir begegnet ist. Aber letztes Mal war es, nicht Nighthoof, sondern letztes Mal war es Flamesoul. Es tut mir sehr leid, Isabel, aber okay. Liebes, ich habe die mit Abstand allerbeste Idee überhaupt. Was hältst du davon, wenn wir dich in die Grundkenntnisse der Stadtmagie einführen? Ich weiß, ein ungeheuer gute Idee, mein kleines Zuckerwürfelchen. Das wird der beste Tag deines Lebens. Du kannst mit dem Erlernen deines Kartentricks beginnen. Denn ein Kartentrick, Prinzessin, ist das Grundstein im Leben eines Straßenmagiers. Es gibt immer Platz, um ihn durchzuführen. Sie sind super einfach zu tragen und du kannst eine ganze Menge mit ihnen anstellen. Okay, Herzchen, hier ist die erste Karte. Der erste Schritt ist wirklich einfach. Nein! Meine Karten, sie fliegen davon. Oh Himmel, ich muss sie besser greifen. Ich hätte wissen sollen, dass hier an der Küste stürmisch ist. Kannst du sie aufsammeln? Meine Güte, du bist ein Goldstück. Vielen Dank, Küsschen. Jetzt im Ernst, als ob die ja unten am Strand sind. Ich hoffe mal nicht. Anna ist mal wieder zu schnell. Die Anna mal wieder. Die Anna. Da gehe ich gleich hin. Oh, zum Glück ist sie nicht runtergeflogen. Da drüber auch noch Mo. Ist im Ernst manchmal, wo die sind. Oh, weh, da oben ist eine, da bin ich aber mürrisch. Da ist eine, oder? Erstmal außen rum gehen. Obwohl? Nee, ich glaube, da ist doch keine. Kann aber auch rein. Ich finde die Frisur mal was anderes, weil sonst haben wir immer so bunte oder blonde Haare. Jetzt haben wir immer so bräunlich, aber so ein schönes Braun. Okay, Isabel Wick. Ich
Vielen, vielen Dank. Du hast keine Ahnung, wie sehr du mir gerade das Leben gerettet hast. Du bist ein Engel. Okay, kleines Eichhörnchen. Hier kommt der erste Kartentrick. Zuerst zeigst du der Person, der du den Trick vorführst, alle Karten. Dann kommt der schwierige Teil, den du lässt die Person eine Karte wählen, die sie sich anschauen soll. Du sollst dann, während du die Karten in eine Hand umdrehst, die ganze Zeit dabei reden. Genauso. Wenn die Person die Karte dann zurück auf den Stapel legt, liegt sie falsch herum drauf. Clever, nicht wahr? Und die Person noch etwas mehr zu verwirren, zähle ich normalerweise zusätzlich ein paar magische Worte auf. Du weißt schon, damit es wie ein Zauberspruch klingt. Du wirst eine gute Arbeit leisten, mein Käsekuchen. Es klingt schwieriger, als es in Wirklichkeit ist. Hier, nimm die Karten und probiere es aus. Okay, müssen wir doch noch absteigen. Ja. Oh, Ander und absteigen. Chaos pur. Hallo. It's me. Zaubertrick vorführen. Danke schön, dass Zauber schief gegangen. Der Zaubertrick ist schief gegangen. So. Du hast den Zaubertrick völlig richtig gemacht. Wow, tolle Arbeit, Herzblatt. Du und Neidhoof seid ein fantastisches Paar. Vielleicht solltest ihr an einer Karriere als Straßenmagier denken oder ein Magier auf deinem Pferd. Stell dir mal den ganzen Ruhm vor, du Zuckerschnute. Darf ich dir ein Geheimnis vertrauen, Herzchen? Du weißt schon, so unter Magiern. Da ich dich in die alte Kunst der Magie eingeführt habe, bist du natürlich von nun an auch einer. Naja, ich habe mir gedacht, dass ich eine Show genau hier in Fort Pinto organisieren sollte, welche natürlich absolut außergewöhnlich werden wird. Haha, du bist so süß. Natürlich gefällt mir meine Idee. Allerdings muss ich dafür diesen stumpfsinnigen Papierkram erledigen, damit ich die Show vorführen kann. Ich schwöre dir, wenn ich Idris wäre, bräuchte ich keine alberne Genehmigung, bestimmt nicht. Um die Genehmigung für die Show zu erhalten, muss ich bei irgendeinem James eine Antragskopie zusammen mit den Papieren einreichen. Oh, du kennst diesen James? Liebling, du bist der Hit. Was hätte ich nur ohne dich getan? Ich wäre verloren gewesen. Könntest du diesen Umschlag mit den Anträgen und die Gebühren zu James bringen? Oh Süße, du bist eine echte Schatzschmatzer. Hä? Sorry, nehme auf. Oh Mann, diese Leute von heute. Schnell zu James. Nein, ich nehme auf. Kann man nicht mal Klober lesen? Okay, James. Ein Antrag für eine Zaubershow? Ja, das wollen wir machen, aber ob er ja oder nein sagt, wie die Zaubershow laufen wird und wie nicht, das seht ihr leider erst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.